Hallo zusammen, ich bin Rahel vom Zentrum der Gesundheit. Im heutigen Video spreche ich mit euch über eine speziell zubereitete Karottensuppe, die sogenannte Morosche Karottensuppe. Sie ist ein altes und sehr wirksames Hausmittel bei Durchfall. Sie hilft in kurzer Zeit sowohl Erwachsenen, Kindern als auch Hunden und Katzen. Wie kann die Morosche Karottensuppe den Durchfall stoppen? Das Besondere an der Suppe ist, dass sie lange gekocht wird, wobei sich Stoffe bilden, sogenannte Oligolacturonsäuren, die in der rohen Karotte nicht vorhanden sind, die aber äußerst wirksam jene Bakterien hemmen, die den Durchfall verursachen. Doch auch wenn die gute Wirkung der Karottensuppe insbesondere eine antibakterielle zu sein scheint, so hilft sie erfahrungsgemäß oft auch hervorragend bei Durchfällen, die im Rahmen von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa auftreten. Und wer hat's erfunden? Benannt wurde die Suppe nach dem österreichischen Kinderarzt Professor Dr. Ernst Morrow, der sie im Jahr 1908 als Hausmittel gegen Durchfall kreiert hat, wodurch die Sterbe- und Komplikationsraten bei Kindern infolge von Durchfallerkrankungen drastisch reduziert werden konnten. Seinerzeit war dies Nobelpreisverdächtig, da die hohe Kindersterblichkeit in Heimen zu 95% infolge von Durchfällen war. Antibiotika gab es damals noch keine. Professor Morrow praktizierte erst an den Kinderkliniken München und Heidelberg, später bis 3 Jahre vor seinem Tod in eigener Praxis in Heidelberg. Und wie genau wirkt die Morosche Karottensuppe gegen Durchfall? Professor Josef Peter Guckenbichler, seit 2009 Emeritus der Universitätskinderklinik Erlangen, konnte im Jahr 1983 anhand einer Studie nachweisen, dass die Suppe das Anheften der durchfallauslösenden Bakterien an die Darmwand verhindern kann. In der Wiener Medizinischen Wochenschrift schrieb er nach einer weiteren Studie im Jahr 2002, dass die Oligogalacturonsäuren den Rezeptoren des Darmepithels ähneln und die krankheitserregenden Darmbakterien, wie zum Beispiel Kolibakterien oder Salmonellen an sich binden, sodass diese nicht mehr an der Darmwand andocken können. Eine Konzentration von lediglich 0,005% Oligogalacturonsäuren reicht tatsächlich aus, um die Bakterien vollständig zu blockieren, die nun ganz einfach mit dem Stuhl ausgeschieden werden können. Karottensuppe wirkt sogar besser als Glucose-Elektrolytlösungen. In klinischen Studien konnte ferner gezeigt werden, so schrieb Guggenbichler in der genannten Untersuchung, dass der Einsatz von wässrigen Karottenzubereitungen bei akuten Magen-Darm-Infektionen im Kindesalter der bilanzierten Glucose-Elektrolytlösung überlegen sei. Stiftung Warentest erklärte im März 2019, wie man eine solche Lösung bei Durchfall auch selbst herstellen könne. Man nehme einen Liter stilles Mineralwasser oder abgekochtes kaltes Leitungswasser und mische dazu einen Teelöffel Kochsalz und 7 bis 8 Teelöffel Traubenzucker, ersatzweise auch Haushaltszucker, wovon über den Tag verteilt insgesamt 2 Liter getrunken werden sollen. Die Lösung gebe dem Körper rasch die nötigen Mineralstoffe zurück, heißt es dort, wobei jedoch sofort hinzugefügt wird, dass die Zusammensetzung nicht ideal sei, da unter anderem das Kalium fehle, weshalb man insbesondere bei Kindern zu Elektrolytlösungen aus der Apotheke greifen solle. Doch auch diese enthält nicht viel mehr als Natriumchlorid, Traubenzucker und Kalium, zum Beispiel Saltodol-Glucose-Elektrolyt-Mischung. Während die Morosche Karottensuppe neben diesen 3 Nährstoffen noch viele weitere liefert, nämlich das gesamte Spektrum an Mineralstoffen und Spurenelementen der Karotte, insbesondere Kalzium und Eisen und dazu die hitzebeständigen Vitamine. Kann man bei Durchfall auch noch etwas anderes essen? Die Suppe gilt eher als Heilmittel, denn als Lebensmittel. Das bedeutet, dass der Patient, wenn er Appetit hat, zusätzlich bei Durchfall übliche Schonkost essen kann. Zum Beispiel geriebener Apfel, Banane, Toast, Kartoffelpüree, nur aus Kartoffeln, Wasser und Salz zubereitet, Reissuppe mit Zucchini, Haferschleim oder ähnliches. Die Morosche Karottensuppe wird zusätzlich zu einer Schonkost mehrmals täglich in jeweils kleinen Mengen eingenommen. Zum Beispiel stündlich jeweils 2 bis 4 Esslöffel oder alle 2 Stunden ein kleines Schälchen, wobei man die Menge natürlich dem Alter und dem Gewicht des Patienten anpasst. Bei Katzen wirkt schon die häufige Einnahme von 1 bis 2 Teelöffeln der Suppe.
Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen berichten, dass es ihnen sehr gut dabei hilft, ihre Krankheit unter Kontrolle zu erhalten und einen neuen Schub zu verhindern, wenn sie täglich eine halbe Stunde vor den Mahlzeiten jeweils einen kleinen Teller mit der Maroschen-Karottensuppe essen. Und warum wirkt die Karottensuppe besser als Antibiotika? Lange galt die heilende Suppe bei Durchfall als Standardmedikation. Doch ab den 1940er Jahren verlor sie durch den Einsatz von Antibiotika und den typischen Durchfallmedikamenten an Bedeutung. Laut Guggenbichler hat die Karottensuppe im Vergleich zu Antibiotika den entscheidenden Vorteil, dass sie weder zu einer Resistenzbildung führt, noch die Darmflora angreift und außerdem frei von schädlichen Nebenwirkungen ist. Selbst Patienten mit einer Darminfektion, die ausgelöst ist durch die berüchtigten EHEC-Bakterien, können von der Maroschen-Karottensuppe profitieren. Wie auch in der Ärztezeitung vom 8.6.2011 zu lesen war, wo ebenfalls empfohlen wird, die Maroschen-Karottensuppe gleich zu Beginn der blutigen Durchfälle mehrmals täglich über einige Tage hinweg einzunehmen. Antibiotika hingegen sind bei einer EHEC-Infektion auch aus schulmedizinischer Sicht wenig sinnvoll, da dadurch die Ausscheidung der Bakterien verzögert und der Krankheitsverlauf aufgrund einer erhöhten Giftstoffbildung sogar verschlimmert werden kann. Natürlich gibt es noch weitere Hausmittel, die bei Durchfall eingesetzt werden können. Am besten in Kombination mit der Maroschen-Karottensuppe. Diese sind zum Beispiel absorbierende Mineralerden wie Zeolit, Bentonit oder Heilerde, Aktivkohle, getrocknete Heidelbeeren, dazu einfach 2 Esslöffel in 250 ml Wasser für etwa 10 Minuten köcheln lassen. Wichtig ist auch, dass Lebensmittel gemieden werden, die den Durchfall verstärken oder den Darm reizen könnten. So, das war das Infovideo zum Thema Maroschen-Karottensuppe und wie sie den Durchfall stoppen kann. Im nächsten Video zeige ich euch, wie ihr die Suppe zubereitet. Also bleibt dran, abonniert unseren Kanal, klickt auf die Glocke und bis bald. Tschüss!